Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Zomboid. Ich habe schon wieder ein paar Probleme. Die Zombies lassen einfach nicht locker. Die wollen mich hier nicht in Frieden lassen. Aber gut, jetzt haben wir erstmal wieder Ruhe, hoffe ich. Denn wir wollen uns ja hier auch ein wenig umsehen. Mal schauen, was es da so Schönes zu holen gibt. Ist hier noch irgendwo ein Zombie? Oh, da ist ein Auto. Okay, gut, dann schauen wir doch gleich mal dahin. Ist allerdings abgeschlossen. Der Kofferraum? Er ist auch zu. Da kommt noch jemand. So, Problem gelöst. Liegt hier irgendwo der Schlüssel rum? Auf dem Boden. Sehen tue ich ihn nicht. Nun gut, vielleicht haben wir im Haus Glück. Offen ist schon mal. Ist allerdings noch jemand zu Hause. Ah, die hat einen Hausschlüssel. Gut. Sage ich nicht nein. So, was gibt's denn hier alles? Ein Dosenöffner. Dann haben wir noch ein bisschen Dosennahrung. Pfannkuchenmischung, brauner Zucker. Nehmen wir mal mit, genauso wie den Honig. Wir haben uns ja beim letzten Mal ein bisschen mit dem Kochen auseinandergesetzt. Und wir haben da noch diverse Zutaten gefehlt, einfach um das Gericht dann entsprechend noch zu verfeinern. Von daher schnappen wir uns das ganze Zeug ruhig. Das schadet definitiv nicht. Ein paar Cracker können wir uns gleich mal reinpfeifen. Da haben wir noch Senf. Nehme ich auch. Was ist noch in der Gefriertruhe? Geschmolzene Eiscreme. Gut, den Rest brauchen wir eigentlich alles nicht. Was gibt's hier? Gut, da haben wir lauter Küchenutensilien. Und ui, halt! Da ist ja auch noch der Masterson Horizon Schlüssel. Das ist der Autoschlüssel für den Wagen dort draußen. Sehr schön, den nehmen wir auf alle Fälle mit. Perfekt! Das ist doch ein richtig guter Fund. Okay, das alles brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Antidepressiva. Ah, mein Charakter ist eh ein bisschen niedergeschlagen. Da schaden die gerade überhaupt nicht. Rein damit. Und natürlich auch noch nachspülen. Wir bekommen schon wieder Besuch. Was gäbe es hier noch? Na, wisst ihr was? Wir schauen uns da gleich um, aber ich will nur mal kurz den Zombie loswerden, weil sonst haben wir da keine ruhige Minute. So, wo bist du denn? Wo bist du denn? Da ist er. Gut. Ui, ja. War das klug, was ich gemacht habe? Ich weiß es nicht. Aber egal. Ui, da haben wir jetzt sogar drei hintereinander gekillt, ohne zu verfehlen. Bei den letzten beiden haben wir zwei Schläge gebraucht. Aber ging gut. Ging sehr gut. So, was gab's jetzt da hinten? Okay, das alles braucht man nicht unbedingt. Wobei, Jeansstreifen, damit kann ich mich verbinden. Lederstreifen nehmen wir auch mal mit. Was haben wir noch? Das braucht man nicht. Da haben wir noch Kopfkissen, okay. Die bräuchte man ja für die Herstellung der Matratze. Muss ich jetzt direkt mal schauen. Tischlerei. Reichen da drei Stück schon? Oder waren das mehr? Ich glaube, das waren mehr, gell? Fünf bräuchte man. Fünf Kopfkissen. Drei hätten wir dann schon mal. Ja, nehmen wir auf alle Fälle mit. Da sage ich nicht nein. Laken hätten wir da auch noch drei. Die können wir auch mal einsammeln, weil die brauchen wir ja dann auch. Wobei, ich könnte natürlich auch das Bett einfach hier abbauen. Dann bräuchte man mit der Matratze gar nicht rumtun. Das wird allerdings wieder nicht von Erfolg gekrönt sein, aber hier gibt es mit Sicherheit noch mehr dieser Häuser. Und ja, mit ein bisschen Glück machen wir einfach aus zwei Betten eins. Vorausgesetzt, es bricht nicht komplett zusammen, ja. Wieso habe ich es überhaupt ausgesprochen?
Aber alles in allem könnte man natürlich da auch unseren Skill einfach steigern. Indem wir die ganzen Gebäude auf links drehen und alles kurz und klein schlagen. Aber jetzt schauen wir einfach mal, wie es hier ausschaut erstmalig. Oh, hat sogar noch Sprit. Zwar nicht mehr viel, aber hat Sprit. Und läuft auch. Ja, perfekt. Das ist doch gut. Das ist doch mal richtig gut. Da haben wir sogar noch eine Karte von March Ridge. Sehr schön. Wunderbar. Wie gut ist denn der Schuss? Wahrscheinlich besser als meiner. Oh, okay. Ich nehme alles zurück. Der ist nicht besser in Schuss. Ganz und gar nicht besser. Gewisse Teile könnte man zwar ausbauen, aber dessen bin ich nicht mächtig. Ich bin hier kein Automechaniker. Gut. Und ja, so wahnsinnig viel Platz ist in dem ehrlich gesagt auch nicht. Im Kofferraum. Aber immerhin, wir hätten einen Fluchtwagen, wenn es hart auf hart kommt. So, die Bude ist anscheinend mal mächtig ausgeräumt. Kugelschreiber, Blatt Papier, Buch, ein Handfunkgerät, eine Taschenlampe. Ah, die ist sogar noch voll, okay, nehmen wir mit. Nägel, ja, nicht so spektakulär. Ne, da brauchen wir nichts. Laufen wir mal in die Richtung. Beziehungsweise 18 Uhr ist es schon, darf ich mich eh bald hinlegen. Na, abgeschlossen, okay. Aber aufs Fenster ist Verlass. So, was gibt's hier? Na, Gradzeitschrift. Bereits gelesen. Seife, Vitamine, Pflaster. Da läuft auch noch der Radio. Machen wir gleich mal aus. Brauche hier keine Dauerbeschallung. Das lockt nur unnötig die Zombies an. Oh, da ist viel. Marmelade, Honig, Frucht, Konfitüre, Erdnussbutter und so weiter und so fort. Da ist richtig viel geboten. Bestens. Da noch was? Mehl? Okay, nehmen wir auch mit. Da haben wir schon reingeschaut. Ja, und da wäre wieder so ein Bett. Und vielleicht auch wieder Kopfkissen. Zumindest stehen hier auch wieder Kartons. Tatsächlich. Wieder ein Kopfkissen und wieder zwei Laken. Das heißt, wir könnten uns echt eine Matratze bauen. Und auf der pennen. Das wäre gut. Das würde nämlich unsere Schlafqualität auch steigern. Müssten wir nicht mehr auf dem Boden pennen. Beziehungsweise, ja, auf dem Boden schlafen wir ja sowieso nicht, aber im Sessel. Das meinte ich eigentlich. Aber wir haben aktuell gerade andere Probleme erstmal. Kommen noch zwei. Ist der jetzt da so blutüberströmt oder ist der tätowiert? Ne, ich glaube, der ist blutüberströmt. Ja, danke, dass du mich gekratzt hast. Mann, oh Mann. Ist da vielleicht was Gutes, weil da so viele rein wollten? Müssen wir mal schauen. Komm, geh auf. Ja, natürlich gehst du nicht auf Fenster. Ist auch klar. Oh, was haben wir da? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich glaube, das sind Feldbetten, oder? Ah ja, da können wir rein. So, Fenster zumachen. Tatsächlich, zwei Feldbetten. Können wir die eigentlich auch abbauen? Die sehe ich heute nämlich das erste Mal. Können wir die mitnehmen? Abbauen? Krankentrage nennen die dir.
Okay. Tatsächlich, ich kann die mitnehmen anscheinend. Ohne hier irgendwas abbauen zu müssen. Ja, bestens. Dann haben wir ja unser Bett. Wunderbar. Und vor allem wiegt es auch nicht so viel. Nur 2,5 pro Stück. Das bringen wir locker unter. Ja, ich glaube, wir brauchen uns keine Matratze mehr herstellen. Ist halt die Frage, was jetzt besser ist zum Schlafen. Entweder das Feldbett oder die eigens gefertigte Matratze von der Schlafqualität. Was steht denn da? Kann ich schon schlafen? Ich bin noch nicht müde anscheinend. Oder kann ich überhaupt? Ah doch, ich kann schon drauf schlafen. Mittelmäßig steht da. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was die Matratze bringt. Da sehen wir auch nichts, gell, von der Schlafqualität. So direkt sieht man da nichts. Na gut. Das müssten wir jetzt wahrscheinlich rausfinden. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch die ganzen Betten abbauen. Ist jetzt echt die Frage, was wir machen, aber gut. Ich würde sagen, im ersten Schritt nehmen wir einfach mal das hier mit. Das schadet überhaupt gar nicht, weil selbst wenn wir mal eine größere Reise planen, haben wir dann eine gute Schlafmöglichkeit, die wir uns mitnehmen können. Da wäre sogar noch eins. Eine Sturmhaube. Warte, die ziehen wir doch gleich mal an. Schon weiße Maske abziehen und Sturmmaske. Sturmmaske, genau. Sturmhaube auf. Okay, das alles brauchen wir nicht. Jo, wenn wir schon mal hier sind, schlafen wir noch nicht, weil wir noch Gesellschaft bekommen. Jetzt schaue ich irgendwie aus wie ein Terrorist gefühlt. Das erinnert mich irgendwie ganz stark an Counter-Strike. Diese Sturmhaube, ich weiß auch nicht wieso. Okay, das alles brauchen wir nicht. So, Schlafenszeit. Die ziehen wir jetzt aber trotzdem wieder aus. Ich glaube, das ist besser, wenn wir hier unsere Schweißmaske anhaben. Die schützt uns auch besser. So, schlafen. Ab in die Haie. Oh, 22. Ja, nochmal hinlegen geht nicht, gell? Wir haben keine Schlaftabletten dabei, vermute ich mal, ne? Haben wir natürlich nicht. Wieso frage ich überhaupt? Nun gut, dann müssen wir mit der Taschenlampe umherziehen. Da ist da gar kein Saft mehr, oder wie? Dann nehmen wir die andere. Da wird es wieder hell. Sehr gut. Ja, wunderbar. Also, was wir da bisher gefunden haben, das kann sich doch schon sehen lassen. Mal schauen, dass wir ein bisschen was da gleich wieder verstauen. Wenn wir schnell flüchten müssen. Hat da noch was Platz? Da hat noch was Platz. Und wieder was Platz hat. Gerade genug hat da Platz. So, rauf damit. Kranken trage anscheinend aber nimmer. Ja, vermutlich bedingt durch die Kopfkissen, wenn wir die jetzt alle verstauen. Und die Laken, genau. Dann wird es ein bisschen zu viel des Guten. Naja, aber alles in allem hat sich's auf alle Fälle gelohnt. Okay, interessant. Das sind anscheinend Gangster, oder? Sehe ich das richtig? Die haben da nämlich so orange Overalls an. Und alle haben sie auch was auf dem Rücken. Okay, die Beute, die krallen uns. Deren Beute wird gleich meine Beute sein. Na, vorausgesetzt, ich komme da rein. Komme ich allerdings nicht. Na, komm raus. Bin mal gespannt, was die da dabei haben. Vielleicht wollten die da nämlich irgendwie ausbrechen. Okay, da haben die ein Seil dabei, ja. Vermutlich haben alles für einen Ausbruch geplant. So, komm mal her.
Die wollten da irgendein Ding drehen. Und umgestoßen hat er mich auch gleich. So, komm, voll um. Perfekt. Kurz mal bandagieren, während der andere noch randaliert. Und weg mit dem zerbrochenen Glas. Wenn er nicht reinkommt, oder rauskommt besser gesagt, kommen wir rein. So rum. Tatsächlich, das sind Knackis gewesen. Häftlings-Overall. Dachte ich's mir doch. Die haben sich da still und heimlich verschanzt. Was haben die alles dabei gehabt? Machen wir mal die Reisetasche auf. Nee, wie ging das noch gleich? Da sehen wir es ja auch. Ein Seil. Aber gut, ein Seil wäre nicht verkehrt. Ein Seil wäre ganz und gar nicht verkehrt. Klebeband haben sie noch. Stofffetzen. Müssen wir glatt mal schauen, was der Rest da noch so dabei hatte. Noch eine Axt. Okay, die nehme ich gerne. Reisetasche packen wir wieder zur Seite. Da haben wir noch ein Seil. Wollten sie da einfach ausbrechen, kurzerhand. So, und da ist noch eine Reisetasche. Und natürlich noch ein Seil. Tja. Hat's ihnen alles nichts gebracht. Weit sind sie nicht gekommen. Bevor die Zombies sie dahin gerafft haben. Margarine und Butter. Margarine habe ich auch noch nie gesehen. Cool. Also da ist echt viel dazugekommen. Wahnsinn. Findet man immer wieder was Neues hier im Project Zomboid. Und das ist ja auch das, was mich so fasziniert. Auch sowas wie die Häftlinge. Jetzt in dem eingesperrten Gebäude hier. Ist echt cool. Sogar zwei Betten noch. Ein bisschen was zu lesen hatten sie auch. Aber ich glaube, die wollten sich hier nur ausruhen und dann schleunigst weiter. So, ich brauche mal eben kurz was zu spachteln. Müsli, ja. Zum Frühstück, 4.20 Uhr. Kann man sich schon mal ein Müsli gönnen. Wunderbar. So, da waren wir. Da waren wir jetzt auch. Da oben gäbe es noch so ein Gebäude. Da wären allerdings jetzt auch die zwei Betten drin gewesen. Und die Frage, ob wir da gleich wieder unser Glück versuchen mit dem Abbauen. Zombies sehe ich hier gerade keine. Das ist das einzig Gute. Ich probiere es jetzt einfach. Ich probiere es jetzt einfach, ob das von Erfolg gekrönt ist oder nicht. Beziehungsweise wir schauen einfach mal, wie man hier drauf schläft. Ah ja, ich bin zwar nicht müde genug, aber die Bettqualität von dem Bett ist gut. Das heißt, auf alle Fälle besser als unser Feldbett und vermutlich auch besser als unsere Matratze. Es macht also nach wie vor Sinn, dass wir uns hier ein gescheites Bett zulegen. Weil in unserem Sessel schlafen wir ja auch nur mittelmäßig. Ja, von daher probieren wir einfach. Es gibt hier genügend Betten, die wir abbauen können. Und da werden wir mit Sicherheit das so hinbekommen, dass wir aus zwei Betten eins machen. Okay, das ist zur Hälfte zerbrochen. Da haben wir das Fußteil. Das heißt, wenn wir jetzt da das Kopfteil rausbekommen, da wären wir schon einen Schritt weiter. Okay, wir sind auch so einen Schritt weiter, weil wir jetzt nämlich beide Hälften haben. Ja, bestens. Jetzt haben wir heute das Feldbett gefunden und sogar noch es geschafft, ein richtig gutes Bett abzubauen. Und zwar ohne es kaputt zu machen, wohlgemerkt. So, müssen wir es nur irgendwie auch unterbringen. Ah, das wird schwierig. Oh, das wird schwierig.
Muss irgendwas zurücklassen, glaube ich. Die Axt, wenn wir die zurücklassen, geht das? Ah, da bringen wir es aber auch nicht unter, gell? Aber ich will auch nicht meine Krankentrage oder mein Feldbett, besser gesagt, hier liegen lassen. Das möchte ich definitiv nicht. Ich schau mal, was wir noch ins Hauptinventar reinschieben können. Ah, da hat ein bisschen was Platz. Da hat ein bisschen was Platz, das ist gut. Das ist sehr gut. Wunderbar. Nehme das einfache Bett mit und dann hauen wir da einfach mal ab, würde ich sagen. Mehr brauchen wir aktuell nicht. Muss sowieso die Beute verstauen. Dann schauen wir, dass wir nach Hause kommen. Und unser Bett da noch platzieren. So, Licht an. Damit wir auch was sehen können. Und ab durch die Mitte. Das ist jetzt richtig, richtig cool. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir hier so wahnsinnig gute Beute finden würden. Aber da habe ich mich mal mächtig getäuscht. Das ist wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Und zwar ein großer Schritt. So, schnell nach Hause, vorsichtig. War gut, dass ich noch auf die Bremse gestiegen bin. Das hätte auch schnell anders ausgehen können. Dann hätte man da im Dunkeln nach Hause fahren müssen. So, die nächste müssen wir nehmen, die nächste Abzweigung. Die hier noch nicht, ne. Da ging es nämlich rauf zu dem Bauernhof. Beziehungsweise zu den Häusern, die hier. Die müssen wir nehmen. Die Strecke. Ich fahre bewusst auf der Seite und weiche nicht aus, weil es Problem ist. Da kommt ja gleich der andere Wagen daher. Normalerweise müsste der da irgendwo daherkommen. Da ist er. Hey, so viele will ich eigentlich nicht mitnehmen. So viele Zombies. Die ganzen Gedärme machen sich nicht gut im Kühler vorne. Das muss nicht sein. Der Motor braucht Luft. Ein paar zusammengefahren. Ah, da ist ja Full House bei mir zu Hause. Schön, wundervoll. Was macht denn ihr da alle? Ich habe ehrlich gesagt nichts umsonst. So, lassen wir mal das Bett fallen. Geht das so schnell? Komm, lass fallen. Ja, das zweite müssen wir dann versetzt fallen lassen. Es hilft gerade nicht. Weil so schwer wie ich überladen bin, brauche ich nicht großartig hier kämpfen. Na, wo habe ich es denn? Habe ich es schon fallen gelassen? Nee. Egal, ich finde es gerade nicht. Ist auch wurscht. Zücken wir unseren Baseballschläger und schicken wir die ins Jenseits. Oh, das sind aber viele. Das sind aber richtig viele. Und mein Grill greifen sie auch schon wieder an. Was hat euch denn der Grill getan? Mann, oh Mann. Ja, wie das ausgeht mit der Meute, das seht ihr in der nächsten Folge von Project Zombat. Es bleibt weiter spannend. Macht's gut, bis dahin. Und Servus.